Herzlich willkommen zurück zur Podiumsdiskussion, dem letzten Punkt heute auf der Agenda. Nach spannenden Vorträgen, wie ich fand, zum Hacking oder zum Kamera benutzen mit dem Handy und vor allem der Möglichkeit, sich auszutauschen in den Runden mit den Chefredakteuren, haben wir jetzt das Thema Betriebssysteme auf der Agenda. Warum? Weil durchaus Verwirrung besteht, dass so viele verschiedene Systeme in der Systemlandschaft existieren. Und wir haben zu den größten Windows 7, Windows 10, Linux und Mac OS die Experten auf die Bühne geholt. Und dazu begrüße ich einmal als Experte für Windows 7 Herrn Martin Koch. Schönen Dank fürs Kommen. Herrn Nils Mathisen für unseren Windows 10 Dienst und Themen. Herrn Kana Etem für, habe ich richtig gesagt, ja, für Linux und Herrn Detlef Meyer für Mac OS. Mein Name ist Carsten Krug, ich bin auch im Verlag angestellt, allerdings habe ich mit dem Schreiben und dem Verbreiten von unseren Publikationen gar nicht so viel zu tun, sondern ich bin im Controlling tätig. Jetzt fragen Sie, warum steht hier ein Controller? Der soll die Zahlen schubsen und nicht hier moderieren. Ich habe das Angebot auch zuerst habe ich gestockt und habe gesagt, nanu, wie kommt der jetzt auf mich? Aber ich habe es mal dankend angenommen, weil ich die Idee ganz gut fand, dass mal jemand Neutrales moderiert, der vielleicht eben nicht so tief in dem Thema steckt und wie vielleicht das Publikum hier auch. Und ich als, ja, Controller benutze vor allem Excel und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir Windows als Standardbetriebssystem bei uns im Verlag eigentlich einsetzen. Löbliche oder einige Ausnahmen, ob löbliche weiß ich ja noch nicht, das sehen wir ja jetzt gleich, nutzen natürlich auch andere. Wir wollen jetzt die Stärken und Schwächen von Betriebssystemen mal so ein bisschen beleuchten mit den Experten, denn Sie haben jetzt gleich die Möglichkeit, da gerne mit einzusteigen, Fragen zu stellen. Ich versuche, das so ein bisschen zu kanalisieren, dass wir mal rausfinden, was denn diese Vielfalt an Betriebssystemen überhaupt soll. Warum gibt es die? Betriebssysteme an sich, wie der Name schon sagt, sind ja eigentlich die Basisprogramme für Ihre Computer, damit die überhaupt laufen. Und weil es so Basiswissen oder Basissysteme sind, haben alle Computer, die laufen, eben auch verschiedene Betriebssysteme, die mit den Experten, die wir jetzt hier sitzen haben, von unserem Verlag auch, ja, ich sage mal, gebührend beschrieben werden. Denn die großen Betriebssysteme mit Windows, Linux und Mac OS sind hier vertreten auf der Bühne, weil wir versuchen, Ihnen dieses Expertenwissen mit unseren Publikationen auch näher zu bringen. Ich würde starten, weil ich nun mal Vertreter von Windows bin, oder Vertreter nicht, aber Anwender von Windows bin, mit dem Thema Windows. Denn wir haben ja gleich zwei Experten, einmal von einem Windows 7 Betriebssystem und einem Windows 10 Betriebssystem hier sitzen. Und gebe jetzt einfach das Wort vielleicht direkt an Herrn Koch. Denn warum reden wir denn überhaupt noch über ein Windows Betriebssystem 7, wenn es doch schon einen Nachfolger gibt? Naja, das hat schon damit zu tun, dass nicht jeder einen brandneuen PC da stehen hat, auf dem Windows 10 vorinstalliert ist, sondern PCs halten nun mal eine ganze Weile und wer einen Computer hat, der schon, naja, 3, 4, 5, 6 Jahre alt ist, 10 Jahre alt ist, auf dem läuft halt Windows 7 und es läuft stabil und ist leicht zu bedienen und man hat sich an die Oberfläche gewöhnt, man weiß, wo alle Funktionen versteckt sind oder beziehungsweise sich befinden. Und ja, da ist vielleicht einfach der Reiz, auf ein neues Betriebssystem umzusteigen, nicht besonders groß. Und ja, und ich finde, da leistet Windows 7 auch wirklich nach wie vor gute Dienste. Es ist ein sicheres und stabiles und gut zu bedienendes Betriebssystem. Naja, und deswegen ist es nach wie vor am Markt gut etabliert. Ja, also ich selbst nutze es auch. Ich habe zwar jetzt einen neuen Rechner, der ein Windows 10 Betriebssystem hat, aber weil es auch für mich gut taugt, habe ich jetzt auch noch keine wirkliche Not gehabt, was zu ändern. Aber was ist denn dann neu an Windows 10, Herr Matthies? Können Sie uns da weiterhelfen? Naja, also irgendwann müssen Sie ja auf Windows 10 umsteigen, weil Windows 7 ja gar nicht mehr weiterentwickelt wird.
und ab 2020 der Support eingestellt wird. Ja, ist natürlich, wenn man Sachen nicht kennt, dann kann man natürlich auch die neuen Sachen nicht toll finden. Klar, deswegen muss man natürlich, deswegen würde ich jedem empfehlen, auf Windows 10 umzusteigen, weil es im Endeffekt die gleichen guten Funktionen von Windows 7 hat, aber darüber hinaus noch viele weitere sehr schöne Funktionen, die halt Windows 7 nicht hat. Zum Beispiel gerade, was den Bereich Sicherheit angeht. Wenn ich jetzt mal an das neue Update denke, was jetzt im Oktober kommt, da gibt es dann wieder einen neuen Schutz für Ransomware und keine Ahnung, was gegen Adware, neue Funktionen, wie man seine Festplatten schützen kann. Sowas gibt es für Windows 7 einfach dann nicht mehr. Das kann man natürlich eventuell dann mit Programmen nachrüsten, macht die Sache aber wieder kompliziert in meinen Augen. Und ja, ich finde Windows 10 ist einfach das moderne System, was jetzt eigentlich jeder braucht langsam, weil er früher oder später mit Windows 7 veraltet ist. Ich habe auch mal privat versucht, auf Windows 8 umzustellen. Das war gruselig, weil das hat überhaupt nicht funktioniert, so wie ich das erwartet hätte. Und dann, als ich dann Windows 10 gesehen habe, war das wieder ein Quantensprung in meinen Augen, weil es einfach wieder intuitiver zu bedienen war. Ist das auch so, was Sie in der Redaktion so wahrnehmen? Oder sagen Sie, nein, jede Entwicklung von Microsoft ist schon ein Schritt nach vorn gewesen? Ich habe den Eindruck, die machen immer so Wellenbewegungen. Windows 8 war so lala, um es mal vorsichtig zu sagen. Windows 7 war vorher gut, Vista war also in meinen Augen, ich bin ja nur Anwender, also ich darf das hier frei sagen, deswegen stehe ich ja jetzt hier, ja, also ganz ohne Hut auf von irgendeiner Partei. Vista war dann wieder nix und XP war eigentlich wieder gut, also irgendwie so im Rückblick, oder? Ja, also Windows 8 war halt einfach in der Bedienbarkeit ein großer Cut, würde ich jetzt mal sagen, in der Windows-Geschichte. Da hat sich Microsoft etwas verrannt, auch aus meiner Sicht. Aber sie haben ja dann mit Windows 10 die richtigen Schlüsse gezogen und halt sind zu der bewährten Bedienung mit dem Startknopf und dem Startmenü zurückgekehrt. Insofern kann ich Kritik schon verstehen an Windows 8. Aber ich fand es unter der Haube war es schon ein gutes Betriebssystem. Bloß die Oberfläche war halt nicht das Goldene vom Ei. Darf ich mal in die Runde fragen, wer nutzt welches? 7? Oder älter? Oder 7, ja, okay. Und jetzt schon 10 im Einsatz? Das sind schon mehr jetzt. Ne? Das heißt, hat sich wohl schon durchgesetzt. Also gut. Sogar beide, oder? Klar, das ist ein Weg, den wir, glaube ich, sind viele gegangen. Ja. Das Windows 7 war stabil, das war okay, das haben wir genutzt, das war hervorragend eigentlich. Und dann kam neue Computer ins Haus und dann musste das unbedingt das 10er sein, weil es ja darauf installiert war. Und jetzt wurschteln wir uns dadurch, aber im positiven Sinne. Also es ist um vieles anders und auch besser auf jeden Fall. Es entwickelt sich zum stabilen 7 hoch 3. Ja gut. Also ein Punkt, der mir aber dann doch pro Windows 7 einfällt, ist der, dass bei Windows 10 regelmäßig neue Updates dazukommen, bei denen sich aber an vielen Stellen halt auch die Bedienung verändert. Es ist also schon so, dass zum Beispiel mit dem Creators Update, das ist das letzte große Update gewesen, sich viele Funktionen und wie schon wieder an einer anderen Stelle befunden haben, an die man sich vielleicht gerade erst gewöhnt hat. Und ich sag mal, das ist für den einen oder anderen dann doch jedes Mal wieder ein Suchspiel, sich auf der Oberfläche neu zurechtzufinden. Das mag im Einzelfall glatt gehen, ohne dass sich da jemand groß umgewöhnen muss. Allerdings gibt es dann auch wirklich einzelne Funktionen, die ich vielleicht gerade zufällig brauche und die sich dann einfach nicht mehr an der Stelle befinden, wo ich sie gewohnt war. Wie zum Beispiel die Systemsteuerung, die jetzt mittlerweile in Windows 10 eigentlich nur noch über das Suchfeld ordentlich erreichbar ist und die vorher im Startmenü noch enthalten war. Jemand Linux im Einsatz? So privat oder beruflich? Gut, ist aber die Minderheit, wie ich wieder mal feststelle. Denn Linux war in meiner Wahrnehmung in der Vergangenheit eher so was für Computerverrückte, die programmieren konnten. Und was ich so damals, weiß ich nicht, vor 15 Jahren, als ich mal überlegt habe, mir einen Computer zu kaufen, was kaufst du denn? Da war das tatsächlich noch so, dass man skripten musste und da irgendwie via sudo und was weiß ich eintragen musste, damit irgendwelche Funktionen ausgeführt wurden. Und ich dachte, diese Skripterei wäre mit Windows 3.1 wirklich ad acta gelegt worden, wo endlich eine Bedienbarkeit mit einer Benutzeroberfläche da war.
Dachte ich, bis mein Notebook kaputt ging und ich tatsächlich, wir haben es vorhin schon mal kurz diskutiert, ich von einem Freund eine SD-Karte, kleine Speicherkarte gekriegt habe, die reingesteckt habe und der sagte, boote mal von dieser Karte. Sag ich, wie geht das denn? Ja, einfach im BIOS, haben wir heute früh auch gesehen, wie man das macht, ja, umstellen, booten von der Karte. Das Ding war in, weiß ich nicht, 10 Sekunden hochgefahren, wo das mit Windows noch 2 Minuten, 3 Minuten oder mit Installation noch länger gedauert hatte. Und ich hatte ein komplettes System, was, und das fand ich das Gruselige oder das Tolle, so aussah wie mein Windows 7. Mit Startding unten in der Ecke und allen Funktionen intuitiv bedienbar. Fand ich super, habe ich komplett unterschätzt. Herr Ethem, können Sie uns denn mal kurz vorstellen, was das, wie ich finde, unterschätzte Betriebssystem Linux denn jetzt anders oder vielleicht besser, natürlich, Sie müssen ja eine Partei ergreifen, ja, kann als vielleicht ein Windows-Betriebssystem? Ja, also ich ergreife nicht nur Partei, sondern ich bin auch überzeugt davon, dass Linux das bessere System ist für die meisten Anwender, die hier im Raum sitzen. Denn am Ende des Tages, was will ich denn mit dem Computer machen? Ich will es benutzen. Ja? Ich will damit im Internet surfen, ich will Nachrichten lesen, ich möchte Dokumente schreiben, ich möchte die gescheit ausdrucken können. Und Ubuntu Linux bietet einfach das alles schon in einem komfortablen Gesamtpaket. Ich kann mir das auf einem USB-Stick aufspielen, kann diesen USB-Stick an den Rechner anschließen und es startet schon mal ein Live-System. Das bedeutet, ich kann mir das System anschauen, ich kann damit schon im Internet surfen, ich kann damit Dokumente bearbeiten, ich kann damit Bilder bearbeiten und wenn es mir gefällt, kann ich sagen, hey, das gefällt mir so gut, dass ich jetzt Windows runterschmeiße und dass ich dann Ubuntu Linux installiere. Habe ich jetzt schon bei einigen in meinem Bekanntenkreis gemacht, ich erinnere mich da immer sehr gerne an meine Eltern, sind auch so Mitte 60, die haben mich jede Woche angerufen. Sohn, der PC ist wieder zu langsam. Sohn, mich hat ein Virus erwischt, bitte komm doch mal. Oh mein Gott, die Programme stürzen ab, wieso funktioniert denn das Ding nicht? Ich durfte es 3-mal neu installieren, beim 4. Mal hatte ich genug. Da habe ich dann gesagt, nee, ihr bekommt jetzt Ubuntu Linux drauf. Und wissen Sie seitdem, wie viele Anrufe ich bekomme? Gar keine. Also ich darf schon noch vorbeikommen, so, also für Kaffee und Kuchen, wäre ja schade, aber auch. Ich kriege zumindest keine Computerfragen mehr. Okay. So, und das große Plus bei Ubuntu ist einfach, ich habe einmal die gesamte Softwarepalette, die ganze Programmpalette, die ich für den Alltag brauche. Auf der anderen Seite brauche ich mir keine Sorgen, um die Sicherheit zu machen, denn ich brauche keinen Antivirus-Scanner für Ubuntu Linux, weil es für Linux einfach keine Viren gibt. Während ich bei Windows immer so das Gefühl habe, eigentlich geht es dann nur so um Schadensbegrenzung. Ich habe ja jetzt mein Windows-System, aber da sicherlich kommen bei Ihnen dann immer die Tipps, so machen Sie Windows um 200% schneller oder beziehungsweise so wird es nicht mehr langsamer. Prüfen Sie regelmäßig Ihren Antivirenscanner. Und während mein Dienst sich einfach auch darauf konzentriert, okay, wie bearbeite ich Fotos, wie schneide ich Videos zusammen. Also in Ubuntu Linux geht es einfach mehr in Richtung Computer benutzen und nicht Computer reparieren. Da muss ich mich nicht zwischen einem Windows 7 entscheiden, das alt ist und keine Sicherheitsaktualisierungen auf absehbare Zeit bekommt, oder ich muss mich für Windows 10 entscheiden, das zwar neuer ist, aber wofür ich wieder einen neuen Rechner für 1.000 Euro kaufen muss. Dass es keine Viren für Linux gibt, halte ich für ein Gerücht, ja. Das ist Schwachsinn, tut mir leid. Ich meine, also Windows ist mal der Standard. Ich meine, Linux müsste was besser können, viel besser können als Windows. Und ich meine, Windows ist ja nicht jetzt nur Standard, weil es so schlecht ist, sondern weil es auch gut ist. Ja? Wenn Linux so viel toller wäre, dann wäre es ja auch Marktführer. Würde ich jetzt mal einfach von ausgehen. Ja. Ist es aber nicht. In meinen Augen hat Linux, so wie es ist, wie es jetzt am Markt dasteht, einfach verschlafen, sich
marketingtechnisch so aufzustellen, dass sie das, was ich jetzt als kleiner Anwender, der es einmal installiert hat und einfach nur benutzt hat, ja, erfahren hat, dass es super aussieht, super für mich funktioniert. Ich habe da nur Mails und Surfen mitgemacht. Das hat erstmal komplett gereicht und ging flott. Ja, das haben die komplett verschlafen. Die haben sich einfach schlecht vermarktet. Ich weiß nicht, ob ja, die sich selbst bekriegt haben, hatten. Nee, also das Bild, das Sie vorher gezeichnet haben, von dem Computer-Nerd, der unten in seinem Keller sitzt und am Computer skriptet, das war vielleicht noch vor 15 Jahren der Fall. Ubuntu Linux hat unheimlich aufgeholt, was die Benutzerfreundlichkeit angeht. Und ich behaupte, wenn man jetzt jemanden aus diesem Raum vor einem Ubuntu Linux-Rechner setzt, der wird sich damit sofort auskennen und wird das sofort bedienen können. Klar, in den 90ern, wo Windows groß geworden ist, da gab es den Zeitvorteil von Windows, dass es tatsächlich in der Benutzerführung weit vorne war, weit vor allem anderen, was es auf dem Markt gab, hat sich in den 90ern diese Marktanteile sichern können und seitdem bleiben die Leute bei Windows. Also zum Beispiel, ich behaupte jetzt mal, jeder, der in diesem Raum sitzt, benutzt Windows einfach nur, weil Windows schon auf dem Rechner installiert war. Sie hatten ja nicht die Auswahlmöglichkeit. Ich kenne niemanden, der Windows benutzt, weil er sagt, boah, Windows finde ich super geil, dabei bleibe ich. Also entweder kenne ich Leute, die halt eher zum Mac wechseln, oder es gibt immer das Problem, man kennt Linux nicht und wenn ich dann die Leute darauf aufmerksam mache, dann sagen die, wow, also dass ich das vorher nicht kannte, das ist unglaublich, das ist ja so ein tolles System. Deswegen, also natürlich habe ich einen Respekt vor den Leuten, die Linux ausprobieren, das testen und sich installieren. Noch mehr Respekt habe ich vor den Mac-Nutzern, weil bei den Leuten weiß ich zumindest, die wissen, was sie wollen. Aber bei Windows ist es einfach so, das haben die vorgesetzt bekommen und damit müssen sie arbeiten. Und wie gesagt, ihre Dienste machen da eigentlich nur Schadensbegrenzung, damit das System nicht langsamer wird oder von Viren befallen wird. Dann geben Sie mir also recht, dass die Linux-Fraktion, weil sie halt eigentlich zersplittert ist, aus verschiedenen Entwicklungszweigen eigentlich besteht, marketingtechnisch sich wirklich nicht nach vorne gestellt hat, was man ja von dem nächsten Kandidaten auf der Runde nicht gerade behaupten kann, denn ich glaube, Apple kann Marketing. Wenn sie wirklich was können, dann ist Apple mit Marketing wohl diejenige Firma, die am besten inszenieren kann und dann auch noch Produkte rausbringt, die ja auch tatsächlich irgendwie funktionieren. Es ist ja nicht so, dass die dann Mist verkaufen, sondern es ist ja tatsächlich eine ordentliche Geschichte. Ich denke, die haben sich durch gutes Marketing, aber auch eine Position, zumindest bei mir als Anwender, verschafft, die immer etwas elitär und teuer war. Das heißt, ist zumindest meine Wahrnehmung, mittlerweile kriegt man es wahrscheinlich günstiger, aber so ein iPad oder so, das war ja schon eine Investition in meinen Augen. Und zumindest in Deutschland hatte halt jeder Windows, haben wir gerade gesagt, und dann den Mac da zu installieren, war natürlich eine Herausforderung. Wie sehen Sie das, Herr Mayer? Was ist denn jetzt wirklich, was hebt denn das Mac OS, OS heißt ja auch nichts anderes als Betriebssystem, ne? Operating System, von dem MS OS? Sozusagen. Also, ja, stimmt sich ja in gewisser Weise, dass Apple sich erstmal etablieren muss im deutschen Markt. Das ist sicher sehr stark gelungen durch die Einführung anderer Geräte. Also im Prinzip ist Apple hingekommen gekommen, über 2007 über das iPhone, über das iPad, hat glaube ich unheimlich viele Leute motiviert, sich auf jeweils von etablierten Systemen wie Windows umzuschauen und die dann jetzt auch in den Mac oder auf diesem Weg in den Mac oder die Mac-Welt gefunden haben. Das Tolle an dem System ist einfach die absolut einfache Bedienung. Man schaltet jetzt den Rechner ein, wenn man ihn ausgepackt hat, man gibt zwei, drei Daten ein, aktiviert die Ordnungsdienste, verbindet sein WLAN und man ist im Prinzip sofort in einem laufenden System. Updates sind bei Apple schon seit eh und je kostenlos, anders als bei Windows, wo das erst mit Windows 10 angefangen hat, und das ist ja auch noch so eine Sache, dass man hier und da noch nachkaufen muss. Das Tolle am Ende ist die sehr, sehr einfache Bedienung, finde ich einfach. Wer einen Apple-Rechner einschaltet, der findet sich mehr oder weniger in den ersten drei, vier Stunden, wenn er sich zurechtfindet, wenn er
grundlegende PC-Kenntnisse hat. Es gibt also Dinge, die bei Windows bemängelt werden, wie zum Beispiel das Hin und Her mit dem Startmenü, hat Apple nie gehabt. Die haben einfach unten ihr Dock, alle Apps liegen da unten drin, man kann sie einfach bedienen, kann es austauschen, was man braucht, fügt man ein, was man nicht benötigt, schmeißt man wieder raus und ist im Prinzip bei jedem Mausklick ruckzuck bei jeder Anwendung, die man da haben möchte. Also im Prinzip ist alles sehr, sehr einfach. Apple hat sich auch nie vergaloppiert. Also als Microsoft beispielsweise in diese Kachelwelt einsteigen wollte und nur bei Tablets kam, dass sich alles mit Kacheln fabrizieren wollte. Sie haben es vorhin erwähnt mit dem Windows 8, mit diesem Fehltritt. Und das ist eben alles bei Mac nie passiert. Das ist ein sehr, sehr geradliniges System. Es gibt, ähnlich wie bei Linux beispielsweise, gibt es sehr, sehr viele Anwendungen, die bereits im System enthalten sind. Also von, ich sag mal, von einem kleinen Office-Paket bis hin zu Festplatten, Partitionierungsprogrammen, alles, was man auch anders mal kaufen muss, ist im Prinzip ein Mac OS schon nach der Installation direkt beim ersten Start des Rechners drin. Ganz fantastisches System. Sehr, sehr einfach zu bedienen. Habe ich nicht abgefragt, ne? Wer hat Mac im Einsatz? 2, 3, 4, das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Also, weil meine Erfahrung ist, dass eher das mit iPad, iPhone und so weiter dann wirklich Einzug gehalten hat in die Landschaft, auch Bürolandschaft, als auf Zweitgerät. Ist das so vielleicht? Oder können Sie das, ja, Sie denken? Okay, war so meine Geschichte, dass die damit halt in die Arbeitswelt auch jetzt vorgedrungen sind. Und da ist Sicherheit natürlich auch ein großes Thema. Sie haben es jetzt schon angesprochen. Ist denn, wir haben gerade gehört, es gibt ganz viele Viren, da haben Sie jetzt gesagt, es gibt für die anderen vielleicht auch welche. Ja? Habe ich so, dann wollte ich schon die Regenglocke ertönen lassen, aber ist macOS tatsächlich sicherer als ein Windows-Betriebssystem oder so? Weil von Mac-Viren habe ich das auch noch nicht so viel gehört als unbeleckter Laie und Anwender. Also, dass es keine Viren für Mac gibt, ist natürlich Wunschdenken, leider. Natürlich gibt es auch Viren für Mac. Kann man nicht verhindern. Ich glaube, kein System, das kann keiner von uns hier in der Runde für sein System beanspruchen, dass das System absolut unangreifbar ist. Es gibt Leute draußen, die haben die kriminelle Energie und die gehen da ran und je populärer Mac jetzt auch wird und die Verkaufszahlen sind ja wirklich bei Mac sehr ordentlich, desto mehr Angriffe wird es auch geben. Aber vergleicht man es jetzt beispielsweise mit dem Platzhirschen, also mit Windows, stellt man fest, dass wir, glaube ich, ein Millionstel vielleicht von der Virenanzahl haben, die es für ein Windows-System gibt. Also ich meine jetzt nicht nur Viren, sondern auch Schadprogramme aller Art. Also bis runter zu Adware oder nervigen Programmen, die sich irgendwo einklinken. Vielleicht um noch kurz da einzuklinken, ich glaube, das Wort, das wir da auch benutzen sollten, ist nicht Viren, sondern Sicherheitslücken. Benutzt auf der Welt und dementsprechend ist es auch das mit Abstand. Auch auf den ganzen Internetservern wird da auch Windows? Ja, davon sprechen wir jetzt nicht, aber es geht vor allem, es geht ja um Anwender-PCs und da ist nur Windows normal mit Abstand der Marktführer und dass dann auch die allermeisten Schadprogramme im Windows-Bereich verbreitet werden, liegt einfach daran, dass es auch das weitaus lohnendere Ziel ist. Aber wie Herr Beisack heute Morgen schon gesagt hat, der wichtigste Sicherheitsfaktor sitzt vorm Bildschirm. Und ich sag mal, das beste sichere Betriebssystem nutzt nichts, wenn man nicht mit gesundem Menschenverstand seinen Computer bedient und, und sich im Internet bewegt. Und ich denke, von daher, an der Stelle kann das sicherste Betriebssystem nicht helfen, wenn man einfach selber Fehler macht. Und ich finde dieses Argument also insgesamt, spricht das weder besonders für Linux noch oder macOS noch besonders für Windows. Da stimme ich Ihnen zu. Der größte Unsicherheitsfaktor ist der Nutzer vom Rechner. Aber wir klammern den jetzt aus. Und wenn man sich jetzt objektiv die verschiedenen Systeme anschaut. So, das Argument höre ich ja oft. Ja, Windows wird ja nur so oft angegriffen, weil es alle benutzen. Wenn ich jetzt ein toller Hacker wäre und alles Mögliche machen könnte, würde ich mich jetzt nicht an den Rechner von Tante Elfrieda machen, sondern würde eher ein Amazon angreifen oder die Banksysteme. Aber wieso beißen sich da die Hacker die Zähne aus? Einfach, weil diese Systeme auf Linux-Systemen laufen. Also dieses Argument kann ich deswegen total entkräften, dass Linux nur deswegen dass Linux nur deswegen sicher ist, weil sich so wenige dafür interessieren. Ganz im Gegenteil.
Das mag im Anwenderbereich so sein, dass Windows da absolut unangefochtener Marktführer ist, aber wenn es um Hacker und ihre Geldinteressen geht, würden die sich, also damit würde man eher reich werden, wenn man jetzt Linux-Sicherheitslücken finden würde. Okay, dazu kann ich nichts sagen, weil ich mit dem Serverbereich nicht vertraut bin. Ich bin jetzt auch kein Server-Experte, aber dass irgendwelche Datenbanken von großen Unternehmen gehackt wurden, wenn du das nicht mitbekommen hast, dann lebst du halt hinterm Mond. Und da laufen sicher auch Linux-Systeme drauf. Also jetzt irgendwie zu sagen, Linux ist irgendwie das super tolle, sichere Betriebssystem, würde ich so nicht unterstreichen. Auch wenn man sich zum Beispiel gerade den Smart-Home-Bereich jetzt mal anguckt, dann läuft nämlich so gut wie alles mit Linux und da ist nichts abgesichert. Und wenn du diese großen Wellen angeguckt hast im letzten Jahr, siehst du, wie schlecht diese ganzen Linux-Geräte gesichert sind. Wenn du jetzt auch mit Servern ankommst, kann ich auch mit Smart Home kommen und da sieht es ganz übel aus für Linux. Das ist eben eine Designentscheidung, weil Google das in der Hand hat, wie die Smartphones da oder wie Android da programmiert ist. Und ja, da muss ich recht geben, da hat man sich für einige Optionen entschieden, die das System unsicherer gemacht haben, aber das liegt jetzt nicht am Linux-System an sich. Hat jemand mit Linux mal Probleme mit Schadsoftware, um jetzt nicht nur Viren zu sagen, gemacht? Wenn man sich so in Fachkreisen umhört, dann hat Linux sicherlich einen relativ hohen Stellenwert, das ist okay. Können Sie uns mal etwas sagen dazu, was vor 8 Jahren in der Münchner Stadtverwaltung zum Beispiel passiert ist, als Linux politisch zwangsweise eingeführt wurde und alle oder die meisten Mitarbeiter zunächst einmal damit nicht zurechtkamen? Und da hat uns ja die Unterstützung von Linux etwas gefehlt, bis hinein in die unterste Ebene natürlich. Das kann man im oberen Bereich, der Oberbürgermeister, der kann ja eh nicht mit umgehen damals. Aber viele andere Verwaltungsleute, ja, die konnten das dann schon, die ganz Gescheiten. Aber bis in die unteren Ebenen, wir mussten ja damit arbeiten. Das war also, ja, ich will es nicht ausdrücken, aber schon ist aber, also. Das war es nicht, das Gelbe vom Ei. Und der Kompromiss, der jetzt gefunden wurde, ist ja wohl der, dass verschiedene Referate nach wie vor wieder Windows benutzen und so eine Mischgeschichte da im Umlauf ist. Okay, bitte, vielleicht können Sie uns da etwas qualifizierter dazu sagen. Ich bin jetzt schon wieder seit 3 Jahren aus München weg. Ja, da haben Sie recht. Das war von der Stadt München ein ambitioniertes Projekt, das Sie in Ihrer Verwaltung vor 8 oder vor 10 Jahren, um den Dreh herum war das, Linux als Hauptsystem eingeführt haben. Man hat eben die Vorteile gesehen, einmal den Sicherheitsaspekt, aber auch die weggefallenen Lizenzkosten, denn Microsoft verlangt ja von den Unternehmen und von den Städten richtig viel Geld pro Jahr, dass sie die Systeme benutzen dürfen, dass sie da unterstützt werden. Wenn ich jetzt am Hebel sitzen würde, würde ich jetzt sagen, dass das Linux-System vielleicht erst heute soweit ist, dass man so ein Projekt angreifen kann. Vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, muss man sich wirklich anschauen. Haben Sie jetzt umgesetzt, wie gesagt, war auch ein ambitioniertes Projekt. Ambitioniert heißt ja auch, dass es schon ein Stück weit mutig war, wo man da Respekt zollen muss. Wo der Fehler gemacht wurde, ist aber, da gab es viel Protest von den Benutzern, die das in der Verwaltung benutzen mussten. Und da hat es in meinen Augen einfach dran gefehlt, die Leute zu schulen. Die wurden davor vor vollendete Tatsachen gestellt, wussten nicht, wie man dieses System richtig bedient. Und ich meine, das Windows-System, das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Wir mussten es auch mal alle lernen, beziehungsweise gibt es ja heute auch viele Schulungen für die bestimmten Teilbereiche, zum Beispiel Office, Controlling und so weiter, wie man dieses System anwendet. In meinen Augen hat es da einfach an der Konsequenz gefehlt, die Leute richtig zu schulen. Die Leute nicht mitgenommen, da haben wir das Thema wieder. Nicht, ich habe in meinem ersten Satz gesagt, dass das Linux-System sicherlich in Fachkreisen anerkannt ist, ohne Zweifel. Aber wir
wir kannten nun mal unser Windows-System, damals 7 war das, nicht? Ja, doch, 7 war das, oder XP, na XP, das war noch XP. Und das kannten wir, da hätten wir gern weitergearbeitet und da gab es diese Blockade, das hat jeder für sich ausgemacht. Was, Linux? Machen wir nicht, können wir nicht, haben wir nicht, Fehler drin, bum, bum. Und da ist der ganze Laden zusammengebrochen, nicht? Also wir hatten in der Verwaltung in München echt Probleme, muss einfach so sagen. Ich will aber gerne eingestehen, was Sie sagten, dass Linux damals vielleicht noch nicht so weit war. Ja, für mich klingt es eher auch danach, dass man die Leute nicht mitgenommen hat. Ja? Wenn man es eingeführt hätte in Mitschulung und Etappen und so wie es sein soll, glaube ich, was ich an Linux jetzt gesehen habe, dass das eine ganze Menge kann. Und das bringt mich nämlich zum nächsten Thema. Kompatibilität, ich habe es auch richtig ausgesprochen, hoffe ich, denn was ich so gesehen habe, ist, dass man früher für jedes Gerät bei Windows, ja, weil ich bin ja Windows-User vor allem, Treiber installieren musste, wirklich separat. Das ist ja wohl deutlich besser geworden mit 7 und mit 10 wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, frage ich jetzt einfach mal, denn da schließe ich was an und er erkennt hoffentlich das Gerät. Wie kompatibel ist Windows? Bekomme ich denn jetzt alle Geräte bei allen Versionen verbunden oder habe ich jetzt ein Problem mit 7 oder noch ein Problem mit, also schon ein Problem mit 7 bei neuen Geräten und noch ein Problem mit alten Geräten bei dem neuen System? Also grundsätzlich ist es so, dass mit der Zeit Windows ein immer größeres Spektrum an unterschiedlichen Geräten schon von sich aus erkennt. Also man kann tatsächlich viele Drucker, viele Webcams oder viele externe Geräte an einen PC anschließen und Windows erkennt diese Geräte sofort und kann diese auch ansprechen. Allerdings muss man sagen, sind diese von Windows oder von Microsoft zur Verfügung gestellten Gerätetreiber nicht optimal oder oft nicht hundertprozentig auf die jeweilige Hardware abgestimmt. Das heißt, ich nutze dann vielleicht einen Drucker nur mit einem eingeschränkten Funktionsumfang oder ich nutze meinen PC nicht mit voller Leistung, weil einfach verschiedene Funktionen auf der Hauptplatine nicht von dem Microsoft-Treiber ausgenutzt werden können. Und das sorgt eben dafür, dass zum Teil, wenn man einen PC von Windows 7 auf Windows 10 umstellt, dass der hinterher vielleicht wesentlich langsamer läuft oder dass einzelne Funktionen nicht genutzt werden können oder dass zum Beispiel auch bei vielen der Umstieg überhaupt nicht funktioniert hat, weil die Installation mangels Treiber abgebrochen ist. Windows 7 hat den Vorteil, dass es halt dann in der Richtung schon eher ältere Hardware unterstützt, also PCs, die schon 7 oder 8 Jahre auf dem Buckel haben, laufen mit Windows 7 in der Regel besser und stabiler. Dafür sind dann auch von den Herstellern für ältere Geräte noch Windows 7 Treiber vorhanden und da fehlen dann eher Windows 10 Treiber. Mhm. Herr Matthias. Ja, das kann natürlich passieren. Es kann auch passieren, dass morgen die Welt untergeht. Ich habe jetzt Windows 10 seit, also Windows 8, auch schon im Einsatz und mir ist noch nie passiert, dass irgendeine Hardware nicht funktioniert hat. Und ich habe sehr viele Hardware getestet. Also das ist für mich ein theoretisches Problem in erster Linie. Klar, wenn das ganz alte Geräte sind, die, keine Ahnung, 10, 15 Jahre alt sind, dann kann das schon mal passieren. Sicher. Aber sonst sehe ich da keine Probleme. Okay. Wie ist das bei Mac OS? Haben die auch alle Treiber, die man braucht und kriegt alle Geräte da angebunden? Ja, muss ich erst eine Gegenfrage stellen. Treiber, was ist das? Okay. Also bei Mac OS haben wir ja den einmaligen Vorteil und das kann ja kein anderes System bieten. Hardware und Betriebssystem stammen komplett von einem Hersteller. Also es gibt keinen Mac-Rechner, der nicht von Apple ist und natürlich auch kein Mac OS. Das heißt, die Systeme sind im Prinzip von vorne bis hinten aufeinander abgestimmt und das zieht sich durch, egal welche Geräte man anschließt. Ja, aber also ich habe, gut, es ist jetzt kein Mac OS, sondern ein iOS mit dem iPad, ein Drucker im WLAN, der wird von meinem Windows-Rechner immer wieder rausgeschmissen und ich kann nicht drucken. Das iPad findet, egal welche IP-Adresse das Ding dann beim Neustart des Routers oder was auch immer gekriegt hat, funktioniert. Super. Was ich sagt. Ja. Aber das ist ja dann ein HP-Drucker, da hat ja mit Apple sozusagen Welt gar nichts zu tun, sondern die ist ja dann eingebunden. Ich will natürlich sagen, also es zieht sich natürlich einmal durchs System, was es ja einfach macht, geht es natürlich genauso bei externer Hardware weiter. Also ja. Sie haben ja gesagt, es funktioniert, oder? Habe ich richtig verstanden? Ja, das habe ich gesagt. Und bei Windows fliegt er raus.
Da müssen wir die Frage eigentlich, oder ich müsste sie ja weitergeben. Okay, führt hier vielleicht auch zu weit. Bei Linux auch alles da, weil die Leute ja immer denken, Linux müsste dann extra und speziell programmiert irgendwas werden mit... Also ich kann jetzt für das Jahr 2017 sagen, Ubuntu in 5 Minuten herunterladen, in 5 Minuten auf einen USB-Stick kopieren, starten und es läuft alles. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn die Leute in diesem Raum sitzen, wird das hier bei 95% der Leute klappen. Es ist so, Linux hatte auch einen schweren Stand vor 10 Jahren, da es an der Treiberunterstützung gefehlt hat. Das ist heute auch eine ganz andere Geschichte. Mittlerweile sind bei Linux so unendlich viele Treiber mitgeliefert, egal ob es um Monitor, um Grafikkarten, Sound, Soundkarten oder die Netzwerkkarten geht. Also eigentlich ist da jede erdenkliche Kombination an Hardware abgedeckt und es gibt heute eigentlich nur noch sehr, sehr seltene Fälle, wo etwas nicht funktioniert. Also okay, auch die Erfahrung, die ich mit Geräten gemacht habe, die ich getestet habe, als auch in meinem erweiterten Bekanntenkreis, kamen da jetzt eigentlich in den letzten 3 bis 5 Jahren eigentlich keine Probleme dahingehend zustande. Das heißt, da sind wir eigentlich im Battle der Betriebssysteme mehr oder weniger gleich auf, würde ich mal so schließen. Ich habe noch ein Thema, was mich immer nervt, jeden Morgen, wenn das Ding ein Update macht, auch wenn die Frau Sparaccio schon seit 5 Minuten mich ins Achtung stellt und winkt, möchte ich trotzdem wissen, ob das bei anderen Betriebssystemen auch so nervig ist, dass es diese Zwangs-Update-Geschichte bei Windows ist, die dann wirklich den Rechner 10 Minuten lahmlegt, bis ich endlich anfangen kann. Gibt es sowas bei Linux? Und vielleicht ganz kurz, der Zeit geschuldet, auch bei Mac? Also es gibt bei Ubuntu 2 Hauptversionen, die oder besser gesagt Veröffentlichungskanäle. Der eine Kanal ist die LTS-Version. LTS steht für Long-Term Support, das bedeutet Langzeitunterstützung. Und wenn Sie sich heute Ubuntu runterladen, wird das für 5 Jahre unterstützt. Was bedeutet das? Also Ubuntu fasst sämtliche Komponenten des Systems, sowohl das System an sich als auch die Programme, alle in einem Aktualisierungsprozess mit ein. Das bedeutet, ich muss jetzt nicht wie bei Windows einmal hier auf den Button unten rechts klicken, damit sich Windows aktualisiert. Ich muss nicht einmal auf Firefox klicken, damit es sich aktualisiert. Dann ploppt da noch die Flash-Meldung auf, dass ich Flash aktualisieren möchte. Und dann will da Java nochmal aktualisiert werden. Also eigentlich verbringe ich bei Windows oft 20 Minuten nur mit Updaten. Während bei Ubuntu es so ist, hör mal lieber Nutzer, da gibt es Update für System, da gibt es Update für Firefox, da gibt es Update für OpenOffice. Willst du das jetzt alles in einem Schritt installieren? Okay, also man ist eher Herr der Lage, wenn ich genau das richtig verstehe. Beziehungsweise es geht alles einfach in einem Schritt. Verdreht die Augen, war jetzt mein Eindruck. Ja. Und bei Mac ist es auch einmal im Jahr oder so, kriege ich ein Update geschickt? Oder? Ja, also die großen Updates kommen bei Mac in gewisser Regelmäßigkeit. Da erscheint dann jeder, der ein Smartphone verwendet, kennt das, diese kleine 1 unten am App Store. Das heißt App Store öffnen, überlegen, ob man es installieren will. Es spricht im Prinzip nichts dagegen und dann wird es aufgespielt. Man kann in der Zeit weiterarbeiten und bei den größeren Updates ist dann natürlich ein Neustart erforderlich und man muss das ein oder andere wieder eingeben oder so. Aber keine große Sache. Sehr einfach eigentlich. Dasselbe gilt für Apps, solange sie von Apple sind, sind sie dann auch im App Store vorhanden. Also wenn man jetzt Pages, Keynote oder Numbers oder weiß Gott was updaten will, kann man das auch ganz einfach per Mausklick machen. Finde ich recht komfortabel. Bei Drittherstelleranwendungen wird man dann eben oft beim Start darauf aufmerksam gemacht, klick jetzt hier bitte, es gibt eine neue Version. Naja, und klar, verliert man dabei unwesentlich Zeit, aber ist relativ einfach, finde ich. Okay. Ja, aber letztendlich ist es bei Windows mittlerweile auch nicht mehr wesentlich komplizierter. Also die Zeiten, wo Windows einen einfach mitten in der Arbeit unterbrochen hat, um neue Updates zu installieren und einmal zwischendrin unangekündigt runtergefahren ist, auch vorbei. Die sind lange vorbei. Okay. Also sowohl Windows 7 als auch Windows 10 installiert Updates komplett im Hintergrund, ohne dass man was davon merkt. Und Windows 7 bekommt einmal im Monat neue Updates, die dann wirklich mit dem Herunterfahren abends einmal installiert werden. Da gibt es jetzt also auch nicht diese
Riesen, okay. Diesen auch Riesenaufwand. Also auch da eine Verbesserung in Sicht, weil mit 7 habe ich genau dieses, ja, und dann morgens früh muss er die dann erstmal installieren. Okay. Aber ich glaube, das Problem ist erkannt bei allen und mein allerletzter Punkt ist die Geschwindigkeit, weil ich muss ja jetzt Geschwindigkeit machen, weil ich ja eigentlich schon eine Viertelstunde überzogen habe. Sehen Sie irgendeins vorne liegen? Also mein Eindruck ist, je älter ein Windows, rede ich jetzt von Betriebssystem, desto langsamer wird das beim Hochfahren, beim Öffnen von anderen Programmen, von meinem Switchen und so weiter. Manchmal ist mein Office dann auch weg und so. Aber ist das, gibt es da irgendwas, was Sie noch zur Geschwindigkeit uns mitgeben können, bevor wir dann hier die Runde vielleicht auch beschließen? Kann ich was zu Mac sagen? Ja. Also bei Mac ist es sehr einfach. Anwendungen werden einfach installiert per Mausklick. Und das ist eben der Unterschied zu Windows. Es gibt jetzt keine Registry, die im Hintergrund hängt und die jede Menge Datenballast einsammelt. Wenn man dann Anwendungen wieder entfernt, jeder kennt das, nach 3-4 Jahren ist der Mac-Rechner, der Windows-Rechner spätestens quälend langsam und man muss einen Tag investieren in die Neuinstallation, bis wirklich alles wieder da ist, wo es hingehört. Bei Mac ist es deutlich einfacher. Anwendungen werden installiert, braucht man sie nicht mehr, schmeißt man sie aus dem Programmordner raus, zieht sie in den Mülleimer und sie sind fort, und zwar restlos. Also ich habe meinen letzten Mac vor ungefähr 2,5 Jahren gekauft und noch nicht einmal daran gedacht, den neu zu installieren. Läuft alles stabil und da kommen regelmäßig Anwendungen drauf und wieder runter, läuft hervorragend. Schönes, schnelles System. Naja, also bei Windows ist es genauso einfach und läuft auf dasselbe hinaus. Man kann neue Anwendungen installieren und man kann alte auch wieder runterschmeißen. Nur da liegt der Hase im Pfeffer. Die meisten Leute vergessen halt, alte Programme wieder zu deinstallieren und damit werden halt auch mit jedem Windows-Start Dienste, Hintergrundprogramme, irgendwelche zusätzlichen Hilfsdienste geladen und die verkleben und verlangsamen halt das System. Und wenn jeder hingehen würde und würde regelmäßig alle Programme wieder deinstallieren, die er nicht mehr braucht, dann hätte Windows dieses Problem nicht in dem Ausmaß, wie es meistens auftritt. Liegt ja nicht nur an den Programmen, die sich der Nutzer installiert, sondern es liegt auch daran, dass Microsoft immer noch an einem mittlerweile 15 Jahre alten Dateisystem festhält, das unheimlich fragmentiert während der Nutzung. Das ist jetzt etwas besser geworden, weil jetzt SSD-Festplatten im Kommen sind, aber das kaschiert ja eigentlich nur das Problem des Dateisystems. Nee, also Windows wird auf alle Fälle mit der Zeit langsamer und das hat auch nichts mit den Programmen zu tun. Diesbezüglich wollte ich noch hinzufügen, ich habe mir mal vor 2 Jahren aus Spaß einen Laptop geholt für 200 Euro. Oder vor 1,5 Jahren, war mit Windows 10 ausgeliefert und ich habe das Ding ausgepackt, habe es eingeschaltet und bis ich den Desktop von Windows 10 gesehen habe, vergingen 20 Minuten. So, und dann habe ich Windows 10 einmal eingerichtet, habe es nochmal gestartet und zum Starten vergehen 5 Minuten. Beim Herunterfahren ungefähr auch nochmal so eine Minute rumgerödelt. So, habe die Festplatte gelöscht und Ubuntu drauf installiert. Ubuntu Start 15 Sekunden, ist okay. Während der Benutzung super schnell, herunterfahren 5 Sekunden. Ich möchte, bevor sich die Fronten noch mehr verhärten gerade zwischen der Linux- und der Windows-Fraktion, an der Stelle noch einmal das Publikum fragen, ob Sie noch an die Experten, an die Sie so nah, so schnell ja nicht wieder rankommen, vielleicht im nächsten Jahr bei der nächsten Veranstaltung, noch direkt Fragen haben jetzt, ansonsten haben die alle E-Mail, glaube ich, auch in Linux und in Mac-Adressen dann, mal wie auch immer, die Sie bestimmt beim Computerwissen Verlag auch erhalten können oder schon haben, hoffe ich, sodass ich, wenn keine weiteren Fragen von Ihnen mehr wären, die Runde jetzt hier aus Zeitgründen eigentlich, weil ich hatte mich gerade so eingegruft, beschließen möchte. Vielen Dank an unsere Experten, die für Sie die Dienste schreiben, alles Neue aufdecken und Ihnen brandheiß hoffentlich auch in die Publikationen mitgeben, damit Sie mit Ihren Rechnern wirklich besser zurande kommen, besser, schneller, sicherer vor allem. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank an die Experten.